Absoluter Müll. Ich fick Paris, Alter. Absoluter Hassaktivist. Da steht man schon früher auf und wird zweimal per Uber gecancelt und ist dann trotzdem noch eine halbe Stunde zu spät. Hass. Ich bin innerlich voller Hass und Frust. Und so erzähle ich der Fahrerin, wo sie hin muss. Aber sie hat es verstanden. Irgendwie. Ja, anscheinend. Wenn nach rechts fährt und einfach geradeaus, fährt sie wieder eckig um den Block und kommt genau an dem gleichen beschissenen Punkt raus, Alter. Guck mal, sie hätte hier einfach rechts können. Bitte fahr links, bitte fahr links, bitte fahr links. Oh mein Gott, sie fährt nicht links. Sie fährt wieder nicht links. Sie fährt wieder nicht links. Erst fickst du mich gestern, dann fickt mich Uber, weil ich da alle verarschen will. Unglaublich, wie beschissen eine Stadt ist. Das Ziel ist irgendwie ein Breakfast. Okay. So sieht unsere Fashion Show von Dublin aus. Ja, geil. So, wir haben jetzt eine kleine Planänderung. Wir gehen jetzt in den Yamamoto Showroom. Da habe ich top performt am Freitag, weil ich den Termin nicht wahrnehmen konnte, weil mein Gesundheitszustand nicht alles hergegeben hat, was er hergeben sollte. AKA, ich hatte ein bisschen Kater. Danach gehen wir zu ETD. Und dann wollten wir noch Bianco besuchen. Der ist aus Tokio gerade da. Ja. Ich weiß nicht, ob du... So hat man auch mal ein Erfolgserlebnis. Yoji Yamamoto gerade eingeloggt. Jetzt hier gerade schon ein paar Sachen und Pieces gesehen. Nächster Stopp ist Etui. Such jetzt die Adresse raus. Warte mal, Etui. Also es ist immer unterschiedlich. Es gibt verschiedene Brands und verschiedene Preisklassen. Wir sind natürlich jetzt in einem sehr hohen Preissegment. Einstieg ist meistens so bei 5.000 bis 10.000 Euro. Es gibt aber auch Brands, wo du halt irgendwie Mindestbestellwert von 100 bis 150.000 Euro hast. Je nachdem welches Segment, je nachdem wie viel Kollektion. Auf jeden Fall, dann ist es halt so, dass du, wir ordern jetzt für Fall Winter 23. Die Sachen, die wir jetzt in den Showrooms sehen, haben Auslieferungen zwischen Juni und September für die wärmeren Tage ausgerichtet. Ey, fickt euch jetzt näher mit euren Rollers, Alter. Das heißt eigentlich, Fall Winter Season ist gar nicht so warm, weil wenn es richtig kalt wird, fängt schon die nächste Season an. Ich sehe jetzt die Sachen, die im Juni erhältlich sind. Die aufwendigeren Pieces wie Mäntel, Lederwaren, was auch immer, von den Factories, wo es hergestellt wird, meistens in Italien, größere, höhere Zeiten haben, beziehungsweise der Produktionsslot schon feststeht. Eine Brand reserviert bei der Factory Auftragszeiträume, damit vorgeplant werden kann. Eine Brand weiß jetzt im besten Fall nach der Order Season genau, wie viele Items produziert wird, wie viele Stückzahlen. Nach dem Auftragsvolumen werden halt Slots dann verteilt. So. Genau, die Ware erhalten wir dann. Juni bis September fließt in den Markt rein. Theoretisch ist es auch eine Ausnahme, dass man alle Items schon jetzt in unserem Blog sehen kann, weil man sieht es in der Show, aber theoretisch ist es dann immer noch so eine Release-Thematik, damit man zum Peak, wo die Ware rauskommt, halt am meisten Drive drauf hat. Sunday Close? Nee, Sunday Close. Oh, Licht. The fun is still given, even if it's stressful. Ja,
pickst ein Outfit und dann... Ja, erzählst du dann, damit ich sehen kann, wie die Outfits wirken. Mache ich aber nicht auf dem Show. Jetzt haben wir nur mal ein bisschen Zeit und jetzt geht es ja auch hier um Formate zu filmen. Ich habe jetzt eine Vorauswahl getroffen. Jetzt checke ich die einzelnen Pieces, wie sie fitten, mache ein paar Outfits dazu und anhand von dem entscheide ich dann, was wir dann final brauchen. Harris Gift bekommen, Alter. Die Backwaren waren lecker. Boah, Killer, Alter, war richtig lecker. Tokyo, guys, it's a mess. Nee, das muss. Feng Cheng Wang. Aha, aha, I see. Feng Cheng Wang. Feng Cheng Wang. But how is Paris treating you? It's getting better. Here is you'll see the security of this. Hometown. Yes, hometown. Maria's mom made, she's 80 years old, mm-hmm. and she made it like really recently, and it's three basic geometric shapes and seven legged spider. Swedish philosopher, he has a quote that says like, what will happen? We don't know. Okay, I see. And then you have a story to tell around exactly, as well. Exactly. I see. Yeah. This is our like wild card. We just wanted to be. Placed here. I'm not getting lighter, so yeah. It's the belt again. Yes, it's the belt again. J194. No. Yes, that was so much fun. Many boom buyers think it's from here. I would take a seat next to the spider. Please. Jetzt besuchen wir Bianco. Ewige Legende, habe ich schon 10 Jahre mit zu tun. Damals Straßenmodekultur noch. In dem Modegame schon ewig lang drin. Sehr techlastig, aber mit sehr viel Knowledge. Kommt, glaube ich, aus Turnschuhe. Hat sich dann weiterentwickelt, jetzt mit der Agentur in Tokio. Ihr werdet ihn gleich sehen. Und er vertritt einen Kollegen, der halt auch Sachen macht. Und die will er mir jetzt andrehen. Eigentlich will ich ihn aber nur besuchen. Let me introduce you the legend himself, Andrea Bianco. Hi, korrekt, Zwieblau. Wir haben Thunfisch, Alter. Thunfisch. Oliva. We saw the Zwieblau type shit. Now they are in different kind of sceneries. Now we're gonna take this. I'm not saying that it's gonna be more bad than bad. Yeah, super cool. I'm actually behind it. Then can you take one of us together? Super. Thank you. Danke, ich mach das gleich schauen. Verpiss dich, du Mann! Los! Nee, ist geil. Wie sieht's aus mit Heiko? Heiko hat geschrieben, er ist auf 180, bitte lass uns nicht mit diskutieren. Und jetzt? Jetzt haben wir Bianco Tokio gesichtet. Auf jeden Fall wurden auch wieder Events geplant. Jetzt muss ich checken, wo habe ich mir die nächste Adresse geschickt. Alle.